Bücher will man. Ja, dieses Video wird eigentlich ganz kurz und knapp, denn ich habe eigentlich nur eine Frage an euch. Und zwar, ich habe ja mit der Bücherregaltour 2016 angefangen schon. Ich glaube, ich habe 2 oder 3 Teile schon hochgeladen. Mein Problem ist, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, ich habe das Bücherregal ja komplett umsortiert. Ich habe es jetzt nicht mehr nach Genre, sondern nach Farben sortiert. Und mein Problem ist jetzt einfach, wenn ich das so weiterführen möchte, also wenn ich euch die restlichen Bücher meines Bücherregals zeigen möchte, die ihr noch nicht gesehen habt, wie bisher, also nach Genre sortiert, dann müsste ich halt jedes Mal für ein Video das umsortieren und dann wieder weg, also wieder andersrum sortieren. Es wäre sehr aufwendig für mich und meine Frage wäre jetzt, ob ihr lieber dann nochmal von vorne, dass ich euch das nochmal zeige, so wie es jetzt sortiert ist, weil ich denke mal, dass ich es so auch behalten werde, weil es mir sehr gefällt. Und meine Frage ist jetzt, soll ich halt für euch das umsortieren und so weitermachen wie bisher? Die letzten 2, 3 Videos, ich weiß gar nicht mehr, wie viele das sind. Oder wollt ihr das einmal von vorne sehen, so wie es jetzt sortiert ist? Schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Ich bin irgendwie ein bisschen ratlos. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Weil es ist wirklich sehr aufwendig, wenn ich es einmal komplett umsortieren muss. Und ich glaube, ich wäre dann lieber bereit, das einmal nochmal von vorne zu machen. Ja, aber schreibt mir das, wie ihr das haben möchtet, weil ich mache diese Videos ja schließlich auch für euch und deswegen würde mich das interessieren, wie ihr das gerne hättet und ich mache es dann so. Deswegen sage ich jetzt Tschüss, bis zum nächsten Mal.